Heute geht es um den bisher niedrigsten Berg seit Beginn der Serie Berge im Porträt. Seine Höhe ist nämlich völlig unwichtig. Viel spannender sind seine Form, sein Aufbau, seine Natur und seine Geschichte. Deshalb geht es heute um den Huayrecuago, besser bekannt als der Tafelberg. Der Tafelberg in Südafrika. Eine Gegend, in der man Berge eigentlich kaum vermuten würde. Doch diese Vermutung ist falsch. Südafrika ist tatsächlich mit vielen mittelhohen Bergen bis zu knapp 3500 Metern ausgezeichnet. Doch der Tafelberg in Südafrika hat mit hoch überhaupt nichts zu tun. Mit lediglich 1087 Metern wäre er in Teilen der Alpen der Startpunkt mancher echter Bergtouren. In Südafrika jedoch ist er mit einer Prominenz von 1055 Metern trotzdem sehr eindrucksvoll und alleinstehend. Doch wo ist der Tafelberg eigentlich genau? Der Tafelberg liegt in Kapstadt an der südwestlichen Spitze Südafrikas. Tatsächlich liegt er da quasi direkt an der Küste zum Südatlantik. Seine Lage ist das eine, seine Form aber das andere. Das lässt ihn nämlich in Wirklichkeit so hervorstechen. Der Tafelberg ist nämlich völlig freistehend, was eine nicht ungewöhnliche Eigenschaft ist von Tafelbergen. Denn zur Überraschung vieler, der Tafelberg ist gar nicht der Tafelberg, sondern der Tafelberg ist ein Tafelberg. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch. Dazu muss man nämlich noch wissen, dass der Tafelberg zum einen der Name ist, der in Südafrika geläufig ist, eben auf Englisch Table Mountain. Zum anderen aber Tafelberge auch eine eigene Art des geologischen Aufbaus von Bergen und Vulkanen sind. Sucht man lediglich nach Tafelberg, wird man zwar meist den berühmtesten aller Tafelberge, den in Südafrika finden, aber zudem auch noch viele Tafelberge in Franken, Sachsen, den USA, Tschechien, Indien, Namibia und so weiter. Und wenn man sich mal die Form des Tafelbergs in Südafrika ansieht, wird man merken, ja, stimmt, der sieht doch genauso aus wie der Kekenam Tepui in Venezuela. Und das ist natürlich vollkommen richtig. Sieht man ja auch hier. Der Grund für den immer gleichen Aufbau liegt in der immer gleichen Entstehung begraben. Der Tafelberg entstand nämlich langsam vor rund 500 Millionen Jahren. Genauer gesagt der Kap-Faltengürtel, also deutlich mehr als nur der Tafelberg allein. Damit ist die Tafelbergregion deutlich älter als beispielsweise die Alpen oder der Himalaya oder der Kaukasus. Der Tafelberg besteht aus Tafelberg-Sandstein, was eine eigene Art Sandstein darstellt und die Voraussetzung dafür ist, dass der Tafelberg als Faltgebirge existieren kann. Man sieht ihm seinen stocktortenähnlichen Aufbau auch ganz gut an. Das kommt daher, dass sich im Laufe der Jahrmillionen immer wieder Sande aus dem Meer und dementsprechenden Zuläufen am Fundament des Berges abgelagert und dann verfestigt haben. Es wurde daraus Sandstein. Man sollte vielleicht an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass Afrika damals nicht ansatzweise so aussah wie heute, sondern Teil vom heutigen Südamerika war. Aber das nur so nebenbei. Durch eindringendes Magma besteht der Tafelberg aber auch aus Granit, was ihn insgesamt sehr abwechslungsreich macht. Doch gehen wir mal weg von Steinen und der Form des Tafelbergs hin zu den kleinen Dingen, die ihn so interessant machen. Der Tafelberg ist nicht nur ein Berg, sondern gleich ein ganzes Biom geworden. Er ist biologisch so spannend, dass die Region um den Tafelberg Finbos genannt wurde. Es gibt allein am Tafelberg mehr Pflanzenarten als in ganz Großbritannien. 1400 Pflanzenarten sind bis heute identifiziert worden. Auf einem Berg. Er ist fast ein Wunder der Natur. Außerdem sind Flora und Fauna sehr anpassungsfähig. Ständige Feuer in den letzten 12.000 Jahren haben sie zu echten Überlebenskünstlern werden lassen. Der Tafelberg ist also ein durchaus schützenswerter Berg und in seinem Aufbau und der Natur am Tafelberg wahrlich einzigartig und einen Besuch wert. Und besucht wird der Tafelberg schon lange, wobei besucht vielleicht manchmal nicht ganz das richtige Wort sein mag. Bereits vor 2000 Jahren waren die ersten Besucher koelsprachige Menschen vor Ort. Dass sie am Tafelberg waren, wurde aber eigentlich nie bestätigt. Doch als sie den Berg entdeckten, benannten ihn die Koekoen auf den Namen Hurioaxa. Übrigens, das spricht man nicht so aus, aber diese Klicklaute, ich krieg das nicht hin. Übersetzt heißt das aus dem Meer ragend. Später entdeckten die Portugiesen als die großen Weltenbummler den Tafelberg und damit kam es auch zur ersten offiziellen Besteigung. Antonio de Saldanha schaffte es 1503 auf den steilen und unübersichtlichen Berg. Im Sinne seines Aufbaus war die erste Wegfindung nämlich sicherlich eine Herausforderung. Er wiederum nannte den Berg Taboa do Cabo, also den Tisch des Kaps.
Am Gipfel namens Lion's Head gibt es heute noch eine Spur in Form einer Gravur von ihm zu finden. Sogar erste Hütten am Tafelberg waren sehr früh zu finden. Drei Hütten ließ die britische Besatzung am Berg aufstellen. Das King's House, welches als einziges heute noch in brauchbarem Zustand ist, das Duke of York House und das Prince of Wales House wurden 1796 gebaut. Dann passierte lange nichts Spannendes, denn die Menschen besiedelten den Tafelberg bis zu seinen Steilwänden hin, um Land- und Viehwirtschaft betreiben zu können. Bereits vor knapp 100 Jahren begann die Diskussion darüber, ob der Tafelberg nicht geschützt werden sollte. Zahlreiche Großbrände, teilweise durch die Bevölkerung verursacht, machten diese Forderungen immer valider, bis letztlich 1998 Nelson Mandela den Tafelberg schützen ließ und den späteren Table Mountain National Park ins Leben rief. Und wie sieht's mit Bergsteigen aus? Die Bergsteiger von heute müssen eigentlich lediglich Wanderer sein. Der einfachste Weg auf den Tafelberg nimmt etwa 2 Stunden in Anspruch und zieht sich über den steilen Weg von Norden kommend nach oben. Doch die Wege zu den zahlreichen kleinen Spitzen und Gipfeln und dem Hauptgipfel, also dem mächtigen Plateau, sind eigentlich kaum zu zählen. Viele Wege führen auf den Tafelberg, die wenigsten davon besonders schwierig, doch viele davon besonders überlaufen. Der Tafelberg ist nun mal eine echte Berühmtheit, nicht nur in Südafrika. Doch tatsächlich, was ich noch nicht erwähnt habe, was man aber auf den ersten Blick eigentlich sofort erkennen sollte: Der Tafelberg lässt sich nicht nur erwandern, sondern auch erklettern. Er hat viele gigantische und ewig lange Kletterfelsen und teilweise abenteuerliche, aber gut abgesicherte Sportklettergebiete und alpine Touren inne. Eine Art des Bergsports, die man gerade am Strand eigentlich nicht so oft vermutet, hier aber massenhaft findet. So gibt es ganze Bücher über die Klettertouren und Sportklettergebiete rund um den Tafelberg. Doch dem Abenteurer des Kletterns gegenüber steht auch die Seilbahn, die bereits im Jahr 1929 eröffnet wurde. Gebaut wurde sie von einem deutschen Unternehmen aus Leipzig. Mittlerweile wurde die Bahn aber natürlich erneuert und bringt über 800 Menschen pro Stunde auf das Gipfelplateau und wieder runter. Natürlich führt das zu einem immensen Trubel in den letzten Jahrzehnten, was wiederum zu allerlei Kuriositäten führte. Heute gibt es an der Bergstation des Tafelbergs leicht geführte Wege, betreutes Wandern könnte man sagen, Souvenirshops, ein Restaurant und eingerichtete Aussichtspunkte. Es wurde also zum Stubaier Gletscher Südafrikas. Wie schön. Der Tafelberg ist in Südafrika nicht der einzige Tafelberg auf der Welt, aber definitiv der berühmteste. Sein Aufbau und seine Tour machen einen genauen Blick auf ihn spannender, als man meinen mag. Und der Tourismus, der heute dort stattfindet, hat letztlich auch einen guten Grund. Ein Blick vom Tafelberg auf das Meer, die Stadt Kapstadt oder die unzähligen, teilweise abenteuerlichen Wege auf den Tafelberg lohnen sich am Ende des Tages dann doch. In diesem Sinne würde mich interessieren, ob ihr eigentlich wusstet, dass der Tafelberg nicht der Tafelberg ist und ob ihr den Namen Tisch des Kaps eigentlich passend findet oder wie ihr einen fast schon so namenlosen Berg nennen würdet. Schreibt mir noch den ein oder anderen lustigen Vorschlag in die Kommentare. Abgesehen davon halte ich den Tafelberg für einen äußerst schönen Berg. Wenn euch das Format Berge im Porträt gefällt, denkt gern daran, die Finanzierung von der Alpen Academy mit einem kleinen Kaffee zu unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr hier gerade eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!